Patrick, seit 12 Jahren mit den Bienen und du hast im Ausland da mit vielen Völkern gearbeitet, auch hier in der Schweiz. Die Schweiz ist ja Ausland, weißt du es überhaupt? Ja, ihr seid die Ausländer, gell? Genau. Und jetzt ist aber die, sag mal, du warst im Profikurs der Armbrust-Imker-Schule. Im ersten. Und du wolltest Berufsimker werden, du hast bei Berufsimkereien gearbeitet. Wie würdest du deinen Weg jetzt da so in ein paar Sätzen zusammenfassen? Ja, für mich war wichtig, dass ich den Profikurs gemacht habe. Nein, ich kriege keine Euronen dafür, dass ich das sage, weil ich halt einfach auch die Connection gebraucht habe. Leere Hände, ne? Wieder verleben. Aber der Kurs war sehr wichtig für mich, um einen anderen Standpunkt und anders auf die Bienen zu schauen, als man sonst im Kurse lernt. Und es war halt auch wichtig, das für das Netzwerk aufzubauen. Aber jetzt hast du ein paar Jahre bei Großimkereien gearbeitet. Du weißt jetzt, wie es geht. Und du entscheidest dich dafür, nicht Berufsimker zu werden. Warum? Ja, ich habe vor einem Jahr meine 100 Völker, ich habe alles verkauft, weil der Einsatz ist schlussendlich viel zu groß, finanziell, körperlich, zeitlich, alles. Und es kommt zu wenig zurück, zu wenig konstant. Man kann natürlich schon immer sagen, das ist eine imkerliche Krankheit. Oh, nächstes Jahr. Aber es funktioniert nicht. Und wäre ich heute Berufsimker, hätte ich es geschafft, müsste ich wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre davon leben können, irgendwie. Du müsstest die Halle abbezahlen. Genau. Du müsstest große Darlehen bedienen. Genau. Du wärst schlecht drauf bei schlechtem Wetter. Genau. Und anstelle machst du jetzt da Bienenfachberatung oder sowas ähnliches. Genau. Und kennst dich aus. Genau. Ja, aber was empfiehlst du Leuten, die aussteigen wollen aus dem Beruf, die vielleicht jetzt 30, 40, 50 Völker haben? Was ist der richtige, also ich meine, ist ja bei jedem auch anders, aber wie soll der vorgehen? Schnell oder langsam? Große Schritte, kleine Schritte? Also wenn ich zurückschaue, waren meistens die großen Schritte nicht die idealen Schritte. Aber was ich jetzt sagen kann ist, geht mal zuerst 10 Jahre in Berufsimker. Guck mal daher, da ist zu windig hier. In 10 Jahre Erfahrung sammeln, dann wäre ideal, wenn man dann 30 ist, Kredit aufnehmen, wissen, was man tut und ein gutes Leben mit den Bienen haben. Aber in meinen Augen ist es eine Illusion, mit 40, mit 50 eine Berufsimkerei aufbauen zu wollen, die den Lebensunterhalt bezahlen muss. Wenn man da Banker war und man mit 40 sagt, hey, ich habe meine 2 Millionen auf der Bank, scheißegal, kann man das tun. Man kann das Geld auch anders aus dem Fenster werfen. Aber es braucht 10 Jahre praktische Erfahrung, verschiedene Teile auf der Welt, Saisons zu machen, zurückkommen, jung sein, noch jung sein, investieren und dann kann das funktionieren. Ich glaube, der Christoph Koch hat so gemacht, oder? Ja, es haben einige so gemacht und das gilt aber heute immer noch. Das Problem ist, jung ist man nur einmal. Und Geld hat man meistens auch nur noch einmal. Ja, nur einmal und Junge oder sagen wir mal Anfänger, die sind zu schnell an der Stelle, wo sie meinen, dass sie genügend Erfahrung haben. Das ist so. Aber wiederum bringt es nichts, 10 Jahre 50 Völker zu haben. Das ist für gar nichts. Man sieht zu wenig Varietät. Man arbeitet hier mit einer biologischen Einheit, wo man sich meistens erklären kann, wieso etwas irgendwie geht, aber häufig halt auch nicht. Und man hat nicht alle Faktoren wie sonst in der Landwirtschaft in der eigenen Hand. Die heutige Landwirtschaft ist eine industrialisierte Landwirtschaft. Da werden Ressourcen herangekarrt, da wird gespritzt, um die Ernte zu sichern. Und das hat man halt bei den Bienen nicht. Wenn die Bienen nicht fliegen, können die Kisten noch so voll sein wie dieses Jahr. Da machst du halt keinen Honig. Oder wenig. Oder genug. Aber nicht, was sie machen könnten, wenn sie fliegen würden. Und bis man an dem Punkt ist, wo man homogen volle Kisten auswintert, da vergehen 10 Jahre, viel Geld, viel Zeit. Aber irgendwie siehst du trotzdem glücklich aus. Ja, weil ich alles schon brav hinter mir lassen kann und mich aufs Neue freue. Ja,
Aber ich muss sagen, ich habe wenig Ziele in meinem Leben erreicht. Aber die Wege waren immer einzigartig. Und das ist das Wichtige. Danke.